Brauchen wir einen zwei Sender? Achso, der zweite Sender kommt gerade. Genau. Gut. Genau, wir haben noch genügend Sender zur Auswahl, weil Trimi fliegt Mode 1, das macht dich schon mal sympathisch. Der Carlos. So gut wie der Carlos kannst du es auch schon, Trimi, oder? Also Applaus erstmal, 12 Jahre. Und was so ein Bub mit 12 Jahren den kriegt, Trimi, kriegst du mit 42 Jahren auch hin, oder? Also, das schaffen wir jetzt. Stefan ist an der Reihe. Stefan wird kaum eingreifen. Geh nur ganz bedächtig, nicht so schnell. Wir warten eh noch auf den Sender. Vogel, du brauchst nicht weglaufen da hinten. Das machen wir schon hier vorne, damit wir dich auch gut sehen. Und jetzt kann man also mal... Das ist auch ein tolles Beispiel, wie denn das aussehen kann. Also brauchst du einen Stuhl, oder was? Nein, brauchst du nicht. Nein, wir fliegen schon im Stehen. So. Also, liebe Vereinsmitglieder, ihr müsst euch alle anschauen. Da steht die Käthe. Achtung! Einfach so wie gestern, Trimi. Mach so, als wenn du umschaltest und fliegst, da meinen die, ich könnte das. Nix, wir tricksen hier, nicht? So, und der Stefan erklärt ihm das jetzt ganz ruhig, geht das beim Stefan ab. Jetzt hat er Trimi. Guck mal, Trimi. Hey, das ist doch mal ein Applaus, weil der Stefan macht nichts, definitiv nicht. Ein Trimi. Alle Finger an den Knüppel. An die am Sender. Kannst du es noch sehen, Trimi? So, jetzt hatten der Stefan mal kurz übernommen. Nicht, dass Trimi das jetzt außer Kontrolle geraten wäre. Nein, nein, nur rein zur Sicherheit. So, jetzt, es geht nämlich mit Schweben los. So fängt man an. Helifliegen heißt schweben können. Weil man kann nur landen, wenn man schwebt. Guck dir mal, hier. Alles, das ist alles noch drin. Und das ist das zweite Mal Helifliegen. Mensch, das müsst ihr euch vorstellen. Und das Schweben ist für so einen klassischen Flächenflieger natürlich das Schwerste. Das ist er nicht gewohnt. Er kennt seine Jets, er kennt seine Segler, die fliegen immer geradeaus, strack, 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 haben Auftrieb. Und hier hat er plötzlich ein Modell, was vor ihm in der Luft steht. Das ist für ihn wie, Gott weiß was. Plötzlich bleibt was am Fleck stehen. Tut ja nicht mal seine Frau, wenn er kommt. Auch die rennt weg. Siehst du, jetzt wird er mutig, darf ich mal Looping fliegen? Schweben, das ist eine Schwere drin. Looping fliegen kann jeder. Viele denken ja, Looping, auch die Kinder immer. Wenn die Piloten Looping fliegen, oh, sagen dann die Kinder immer, ein Salto. Und denken, Mensch, das muss so schwer sein. Ich verrate euch eins, leichteste Figur in Fliegerei überhaupt. Wilfried Trimborn. Stefan macht momentan nichts. Oh, man sieht immer, wenn er so, tschack, ah, jetzt hat er ihn wieder. Nee, da macht er es gut. Stefan macht momentan gar nichts. Stefan macht nichts. Die Funktionen heißen natürlich anders. Da muss beim Flächenmodell gibt es ein Querruder. Das ist das Wackeln über die Längsachse. Da gibt es einen Seitenruder. Und dann gibt es einen Höhenruder. Beim Heli heißt das alles ganz anders da. Da ist das Querruder, Roll. Dann haben wir. Er muss also nicht ganz neue Steuerfunktionen lernen, er muss auch noch neue Begriffe dafür lernen. So geistig ausgelastet war er noch nie, oder? Schon lange nicht mehr. Wilfried. Also, der, meine Beobachtung. Ganz toll gemacht. Hast du echt prima gemacht. Das sah wirklich gut aus. Ich sagte, wer Fläche fliegen kann, kann auch Helifliegen. Und der Vorteil beim Helifliegen ist, das Schweben, das muss man natürlich lernen. Aber das ist das, was wirklich Spaß macht. Das kennst du nämlich von deinen Flächen nicht. Auf der Stelle stehen bleiben. Und jetzt gehst du in aller Ruhe, du brauchst nicht so schnell gehen. Jetzt gehst du dir ein Bierchen trinken oder sowas. Das hast du dir jetzt verdient. Und Dankeschön auch nochmal an den Stefan. Und wer beim Stefan auch mal so schweben will wie der Trimi eben, kann das gerne tun. Stefan ist jetzt wieder hinten, kann sich anmelden. Wie?